meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, herzlich willkommen zu Gute Zeilen, schlechte Zeilen 4. Es ist wieder mal Zeit, einen Blick auf die Kommentare zu werfen. Ja, zwei, drei Wochen inzwischen vergangen und es ist wieder ein bisschen so einiges zusammengekommen. Fangen wir doch einfach mal mit einem Klassiker an hier. Download, Fragezeichen. Hat jemand beim ersten Video gefragt, gleich, ob er die Welt herunterladen könnte. Ich hätte eigentlich mit einem knochentrockenen 50 antworten müssen und dann zusehen, wie man daraus schlau wird. Also falls es noch irgendjemand nicht mitgekriegt habt, in Folge 50, da gibt es den Stand meiner Welt zum Download. Down for Life Soldier meldet sich hier wieder mal, Folge 61. Habe ich also einen Creeper richtig schön erledigt. Danke auch nochmal für das Kompliment zum Video. Was haben wir hier? Ja, das hatten wir ja mal, der Kommentar, der also sehr leicht misszuverstehen ist. Wenn jemand nur die erste Zeile liest, ja, dann ein Kommentar zu einem alten Video von mir, auch wieder Klassiker-Nachfrage-Song. Ich habe in einem Video zu Trackmania zwei Strecken präsentiert aus einem Wettbewerb. Ganz bekannte Fernsehmelodien dabei, nämlich einmal Magnum und einmal die Titelmelodie von Miami Vice. Also wer die nicht erkennt, ja, der hat was verpennt. So, dann kommen wir so langsam weiter. Borat, jawohl, dem konnte ich kurz einen Tipp geben, auch für seine eigenen Videos. So Eisen übersehen. Ja, okay, also Gronkh mag's nicht, ich mag's eigentlich auch nicht. Was soll's. Kein Kommentar weiter dazu. Da schreibt jemand, der hat einen Spin und einen Zombie-Spawner gefunden. Schön, herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir hier Minecraft, Antwort, Kommentar, 100 Abonnenten Special 04. Da hat sich also jemand mein Trackmania Video nochmal angeguckt, was ich da als 100 Abonnenten Special veröffentlicht habe. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein Blick wert, damit ihr also so seht, was man mit Trackmania machen kann und was ich unter einem Story-Video verstehe. Vielleicht kommt sowas ähnliches oder sowas in der Art auch nochmal hier in meine Minecraft-Videos rein. 300 Abonnenten-Special, bin ich gerade am überlegen, was ich da mache, mir was einfallen zu lassen. Da gibt's, denke ich mal, auf jeden Fall noch was für die Augen. Ja. Video 63, da geht's nochmal um die Cracks und ja, dickes Danke, Dutchman, mach weiter so mit deinen Videos. Höre ich immer wieder gerne. Empfehlt mich auch bitte ruhig weiter. Allerdings nicht auf meinem Kanal, nicht in die Kanalkommentare reinschreiben, sondern die Leute, die auf meinen Kanal kommen, kennen ja meine Videos meist schon. Sondern, was weiß ich, bei Facebook, StudiVZ oder sonst wo. Jedenfalls dort, wo man mich noch nicht kennt. Wo ihr also Leute ansprecht und auf mich aufmerksam macht, die von meinen Videos keine Ahnung haben, die das bisher noch nicht kennen. Da einfach ein Kommentar und Link zu meinem Kanal dazu, fertig. Auf meinem Kanal bringt das nichts. Die Leute, die da sind, kennen meine Videos alle schon. Okay. Was haben wir hier? Lass das, ich hasse das. War ein Spruch von mir. Das Hoverboard. Ja. Ist ein schöner Mod, gerade wenn man in einer großen Welt relativ viel unterwegs ist. Ja. Dann. Ich mach kein Let's Play. So, was haben wir hier? Ja, wieder jemand, der durch Down for Life Soldier zu mir gekommen ist. Mach weiter so. Keine Bitte, sondern ein Befehl. Okay. dann Obi-Wan Kenobi hat sich nochmal zu den Kommentarvideos gemeldet. Ist schon gespannt, was ich mir da einfallen lasse. Ja, der war also einer mit der ersten, der sich die Map zur Folge 50 heruntergeladen hat und da gebaut hat. Der hat da richtig was Gutes gemacht und seine Arbeit habe ich also auch in meine Map dann übernommen. Ja, das werdet ihr also noch zu sehen bekommen. Dann das Special zur 50. Folge, Screenshot-Paket, jawohl.
Ja, gut, da ging es um mein Kanal-Layout, weil ich halt in der Hintergrundgrafik viele Trackmania-Sachen drin habe und aber Minecraft Let's Show Player. Da kommt sicherlich noch was zu meinen Trackmania-Videos, dass ich die also nochmal mit einem gesprochenen Kommentar hier hochlade. Dass ihr also auch da seht, was ich da gemacht habe, wie ich da was gemacht habe und so weiter. Und dass halt das Video machen bei mir nicht mit Minecraft angefangen hat. Ja, da freut sich jemand über meine Stimme. Die ist halt in den Jahren reift. Die, wenn man erstmal durch die Pubertät und durch den Stimmbruch durch ist, dann geht das da weiter. Ich habe halt auch eine Weile als Dozent gearbeitet, Kurse an der Volkshochschule gegeben, Computerkurse und dann eben teilweise mal 12 Stunden am Tag geredet. Ohne Mikrofon, aber vor 20 Leuten. ja, das gibt Stimme. Aha. Schlechte Kommentarvideos, ja. Ist halt eine außergewöhnliche Sache, wenn jemand die Kommentare nochmal kommentiert oder vorstellt, was da so geschrieben wird. Oh, da schreibt auch nochmal jemand was zum 100-Abonnenten-Special. Trackmania Nations spiele ich nicht. Ich spiele Trackmania United Forever. Hab angefangen mit Trackmania Power Up, hieß es damals noch, dann Trackmania Original. Und ich bin in einem Clan und dort glücklich und zufrieden. Zufrieden bei meinen Kollegen von X-Rated. Ja, im Herbst, im Sommer kommt, glaube ich, die Beta von Trackmania 2 Canyon. Herbst wahrscheinlich dann die Vollversion, so Pi mal Daumen. Da werde ich dann auch wieder aktiv sein in Trackmania. Das steht also auch noch mit auf der Liste. Ja, baue sehr viel mit Sandstein. Da kommt dann auch noch was dazu. Der Komplettumbau, der sich ja schon seit einigen Folgen hinzieht, mittlerweile fertiggestellt ist und abgefilmt werden könnte, vorgestellt werden könnte, den ich mir aber noch für das 300-Abonnenten-Special oder 100. Video, je nachdem, was zuerst kommt, aufhebe. Da habe ich auch extrem viel mit Sandstein gebaut. Das sieht richtig edel aus. Lasst euch da überraschen. Oh, gut. Da hat jemand nur an einer Stelle was. Achso, ja. Da habe ich mich auf dem Schild verschrieben. Asugang geschrieben statt Ausgang. Und ja, das ist also das einzig Nennenswerte, was Master Bubi hier mitbekommen hat. Gut, muss man mit leben. Zack. Jawohl, dann kommen wir jetzt so langsam in den Mai. Obi-Wan Kenobi. Gegronkt, ja. Also wenn ich Gronks Let's Play gucke, dann gronke ich. War ein Kommentar von mir auf Facebook, ein Status, den ich da mal gemacht habe. Und ja, er schreibt ja noch, was er auf der Map zur 50. Folge an dem X baut. Und der hat sich da richtig was vorgenommen. Sieht man ja auch, eventuell werde ich auch mein größtes Bauwerk dorthin kopieren und es einfach mal komplett neu bauen. Lasst euch überraschen, was Obi-Wan Kenobi. Ach, der schreibt sich ja mit H, muss ich noch aufpassen. Ja, also was Obi-Wan Kenobi da gebaut hat, das ist wirklich richtig dick. Kein Kommentar dazu. Ist noch weiter raus, die Stufen, ach so, okay. Da geht es darum, dass ich das Dach am Bootshaus nur einen Stein habe überkriegen lassen. Ja, Musik ist demnächst aus. Er ist gerade bei Video 52. Da hatte ich noch im Hintergrund die Minecraft-Musik laufen. Inzwischen ist die draußen. So, Gunpowder übersehen. Jawohl. Warum hast du das Armwackeln ausgestellt? Weiß ich nicht, worauf er da hinaus will. Was ich ausgestellt habe, ist das Headbobbing. Wenn ich also laufe, bewegt sich mein Kopf nicht. Vielleicht meint er das damit. Ansonsten wird man ja seekrank. Jawohl, Fun Fact nebenher, aber auch interessant. Dann haben wir hier, nimm mal ein anderes Texture Pack, zum Beispiel LB Fotorealism. Halleluja, aufgewacht. Er kommentiert hier Folge 17. Ja? Da ist er also ein bisschen noch hinterher. Down for Life Minecraft startet ja ein interessantes Projekt in Zusammenhang mit den Schematics, also der Möglichkeit, Ausschnitte aus seiner Welt, Bauwerke
da extra abzuspeichern und ja, so eine Tauschbörse vielleicht dazu machen oder jedenfalls auf seiner Homepage da diese Schematics doch erweitert vorzustellen. Was er sich da auskocht, lasst euch da mal überraschen und vor allen Dingen verfolgt es auf seinem Kanal, denn dort werdet ihr es als erstes erfahren. Ja. Da passiert sicherlich was Interessantes. Was haben wir hier? Okay, da geht es um was anderes. Ja, Dysfunction habe ich mal empfohlen in einem Video, steht auch bei mir in den Empfehlungen drin auf meinem Kanal. Hat ein richtig geniales Let's Show gemacht und macht jetzt aktuell ein klassisches Let's Play Minecraft, wo er also in der neuen Welt dann anfängt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Das Let's Show von ihm ist auf jeden Fall sehenswert. Mal schauen, was wir interessantes sehen. Schwarzes Schaf, okay. Tolles Video, danke. 75. Hunde kann man nur toll. Ja, also mit den Hunden weiß ich ehrlich auch noch nicht so recht, was anzufangen. Ich habe es ja gesehen bei Hannibal, die hat sich da, glaube ich, 6 oder 7 schon gezähmt und zieht also immer mit dieser Horde da durch die Gegend, bugsiert die in die Hundehütten und was weiß ich nicht alles und hat da ihren Spaß damit. Ja, so ist halt immer für jeden was dabei. Dem einen sein Eul ist, dem anderen seine Nachtigall. Aha. Auch wieder ein Kommentar zu einem der älteren Videos hier zu Folge 5. Let's Shower, nicht Let's Player. Klar, Gronkh wird immer besser sein. Klar, der übt ja auch schon seit 3 Jahren zu spielen und dabei einfach zu quasseln. Und das kann er natürlich. Aber danke für das Kompliment als Let's Shower. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich was zu zeigen habe und was ich zu zeigen habe, dass ich ein paar Sachen anders mache als alle anderen. Einmal natürlich die Kombination Let's Show und Let's Play in einer Videoserie. Dann die Sache, dass ich gut ein Intro haben einige mittlerweile dran, aber ich mache halt relativ abgeschlossene Folgen meist. Und ja, was ich noch mache, ist, dass ich zum Beispiel die Helligkeit angleiche, wenn ich runter in eine Höhle gehe, dass ihr da auch wirklich was seht und teilweise mehr seht als ich im Spiel. Nicht, dass er also da vor einem schwarzen Bildschirm sitzt. Da bin ich, glaube ich, der Einzige, der das macht. Der also so dynamisch in der Videonachbearbeitung Helligkeit und Kontrast nachregelt. Und nicht einfach vorher. Es gibt ja einige, die haben die Gamma-Einstellung am Monitor hochgedreht, dass es da im Dunkeln heller ist. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der wirklich Helligkeit und Kontrast nachregelt. Ja, Stimme irgendwie voll sympathisch. Danke. Hoffe, die Videos bleiben so gut. Ich gebe mir Mühe. Ja, da sind wir schon beim letzten Video. 77. Gebiet schaut wie Finnland aus. Sehr viel See und Schnee. Bezieht er sich also auf die Gegend, durch die wir da laufen. Ja, das ist halt Minecraft. Da gibt es ja nun die verschiedensten Gegenden. No. Und da ist halt auch für jedes Auge was dabei. Schauen wir dann einfach nochmal auf die Kanalkommentare. Zeit haben wir ja noch. Da ist ja auch inzwischen eine Seite zusammengekommen. Schöne Frauen im Hintergrund bezieht sich wieder auf hier mein Layout auf dem Kanal. Genau, Facebook. Ich habe inzwischen eine Seite bei Facebook. Die findet ihr, wenn ihr einfach bei Facebook nach Dutchman sucht, so wie es hier geschrieben ist. Dutchman. Und dann findet ihr da eine Seite von einem fiktiven Charakter mit meinem YouTube-Logo auch noch als Avatar dort. Das bin ich, da einfach bitte raufgehen und einfach gefällt mir sagen. Da kriegt er dann auch mit hier aktuelle Videos. Da habe ich dann auch mal hochgeladen. Ein paar Screenshots aus Trackmania-Videos. Da kommt dann also noch mehr und so Zusatzmaterial, was ich also hier nicht auf YouTube machen kann. Ja. Also wer Schwierigkeiten hat, das da zu finden, es ist wirklich ausschließlich Dutchman einfach als Name. Nicht irgendwie The Flying Dutchman oder The Honking Dutchman oder Dutchman The Player oder sonst was, sondern einfach wirklich ganz klar ausschließlich Dutchman. Ja. Und wie gesagt, fiktiver Charakter, daran kann man es auch nochmal rauserkennen. Und dann ist die Seite also doch leicht zu finden. Hier fragt jemand Dawn for Life, wie er an meine Map gekommen ist. Wieder mal der Klassiker. Sie steht bei Folge 50 zum Download bereit.
Da hat sich jemand einfach nochmal gemeldet. Und dann, ja, hier, da haben wir 788. Ja, Klassiker natürlich, Frage nach meiner Map. Er wundert sich auch immer, wieso die Leute danach fragen. Dann, ja, schade, dass meine Viewer sinken. Also die Views der einzelnen Videos sind jetzt so ungefähr 60, 80 Views pro Video. Trotz der 271 Abonnenten, die ich hier inzwischen habe. Ja, schade, dass die Viewerzahlen sinken. Ist auch, oder hängt vielleicht auch jetzt damit zusammen, dass halt die letzten Videos einfach das durch die Landschaft streifen waren, mit Live-Kommentar, was halt nicht so meine Stärke ist. Da ist in einem Let's Show, wo ich halt ein fast fertiges Bauwerk zeige, ist einfach mehr zu sehen und mehr Aktion drin, klar. Dann Unbreak Gamer. Ja, ganz toll, dass du mich so klasse findest. Aber wie gesagt, ich sagte ja schon mal, wenn du das als Kommentar in meinem Kanal schreibst, hilft das leider nicht, weil die Leute, die hier gucken, kennen mich schon. Ja, wenn ihr also für mich Werbung machen wollt, worüber ich mich natürlich sehr freue, wenn ihr mich weiterempfehlen wollt, natürlich nur, wenn ihr das mit eurem guten Gewissen vereinbaren könnt. Also, dann bitte natürlich nicht auf meinem Kanal hier bei YouTube oder ja, sondern möglichst da, wo sich die Leute rumtreiben, die mich noch nicht kennen. Weil wer hier auf meinen Kanal geht, der kennt mich natürlich. Was weiß ich, auf eurem Facebook-Account oder bei StudioVZ, je nachdem, wo ihr seid oder in irgendwelchen Foren. Vielleicht auch bei Minecraft.de, da gibt es ja immer noch einen Thread zu meinem Let's Showplay, der da vor sich hingammelt. Da kann man auch mal was reinschreiben. Ich packe den Link mal hier in die Beschreibung zu diesem Video, dass vielleicht da nochmal ein bisschen Aktivität ist. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn ihr mir sagt, dass euch meine Videos gefallen und dass ihr mich toll findet und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr für mich werben wollt, dann solltet ihr Leute ansprechen, die mich noch nicht kennen. Ja, und das natürlich auf Seiten und nicht auf meiner YouTube-Seite, weil wer auf meine YouTube-Seite kommt, der kennt mich natürlich schon. Ja. Okay. Ja, das war's soweit. Diesmal mit gute Zeilen, schlechte Zeilen. Als nächstes geht's wieder mit Videos zu Minecraft weiter. Da zeige ich euch dann, was mir die Leute eingeschickt haben, die sich die Welt heruntergeladen haben. Zu Folge 50, nochmal angesagt. Da steht der Link zum Download. Und die dann also da an verschiedenen Stellen was gebaut haben. Das werde ich euch alles zeigen, was ich da zurückbekommen habe. Und ja, da gibt es einiges Interessantes zu sehen. Und ja, mit diesen Worten erstmal wieder einmal Adieu mit Ö.